In Kolumbien haben wir eine Einrichtung, die sich um Straßenkinder, um ehemalige Kindersoldaten, um Jugendliche in Not, in Drogensituationen kümmern. Und wir wollten ihnen ein Angebot machen, das über dieses normale pädagogische, über die normale schulische und berufliche Ausbildung hinausgeht. Wir wollten ihnen wirklich eine Plattform geben, wo es weitergeht im Leben. Und in Kolumbien ist das schon eine ganz große Tradition. Es gibt eine ganz große Kultur, die das macht. Das hängt damit auch zusammen, dass Medellin, eine der gewaltvollsten Städte der Welt, sehr viel in diesem Bereich gemacht hat, um diese Gewaltsituation zu überwinden, um wieder Frieden in die Stadt zu bringen. Und deswegen gibt es eine ganz große Bereitschaft, sich mit Kultur, mit Kunst, mit Tanz, mit Musik auseinanderzusetzen. Und das war für uns einfach eine ideale Voraussetzung für dieses Projekt. Es gibt ein wunderbares Element. Wir hatten Beethoven angekündigt, einige kannten schon ein bisschen dieses da-da-da-da oder wie auch immer so. Aber als die Musiker die fünfte Sinfonie, die ersten Takte der fünften Sinfonie angespielt haben, dann gab es eine Reaktion der Jugendlichen. Wow! Sie zeigten die Gänsehaut auf ihren Unterarmen. Das war unglaublich. Sie haben die Kraft dieser Töne, dieser Musik, die Intensität dieser Musik, wie sie auch gespielt wurde. Sie saßen mitten im Orchester, also wirklich um die Musiker herum. Und das war unglaublich. Also sie hatten schon mal was von Beethoven gehört, mehr oder weniger. Aber als sie das dann erleben durften und dann halt aber auch die Geschichte Beethovens, des Komponisten, des Musikers und das, was er eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, das hat Dirk Kaftan wunderbar erklärt, den Jugendlichen, was eigentlich das Revolutionäre, das Spannende an der Musik ist. Da haben sie erst begriffen, was da eigentlich mit ihnen passiert. Das war eine Einladung, Musik ganz anders wahrzunehmen. Das war eine Einladung, auf wunderbarer, schöner Musik sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit ihrer Situation, was sie für wichtig halten, wofür sie selber aufstehen wollten im Leben, wofür sie kämpfen wollten. Das war das, was wir damals im April schon im ersten Ansatz erleben durften im Zusammenspiel mit dem Beethoven-Orchester und mit dem Anselm Dalfat, unserem Regisseur, der damals schon dabei war im April. Und ich denke, diese Reise, die so begonnen hat, wird jetzt fortgeführt und da wird es noch eine Menge zu erleben sein, auf der Grundlage von Beethoven. Ich hoffe, es wird eine Einheit geben. Also das Ziel ist die Begegnung. Es gibt einen kolumbianischen Strang in der Auseinandersetzung mit den spezifischen Voraussetzungen, die sie in Kolumbien haben. Es wird Impulse geben, Inspirationen geben hier in Deutschland, in Bonn und hier vor allen Dingen in Bonn. Aber es soll vor allen Dingen im Jugendcamp eine gemeinsame Erarbeitung sein, wo man wirklich nochmal ein Stück weit auf den Reset-Knopf drückt und dann nochmal die Jugendlichen in dieser Kraft der gemeinsamen Auseinandersetzung nochmal was Neues, Gemeinsames erarbeitet werden soll. Das ist die Grundidee. Ja, wir wurden gefragt, ob wir Teil des Beethoven Moves Projekts sein möchten. Und obwohl natürlich im Moment noch keiner genau weiß, wie das Endergebnis aussieht, ist allein die Idee so spannend für uns gewesen, dass wir gesagt haben, das möchten wir weder unseren Mitarbeitern, unseren Gästen oder auch uns selber vorenthalten, da Teil dieses großen Projektes, gerade im Beethoven-Jahr 2020, gerade Teil dieses Projektes zu sein. Ich finde es sehr toll, an dem Projekt teilzunehmen, weil ich sehr gerne neue Menschen kennenlernen möchte und ein bisschen auch einen Einblick in ihre Denkweise zu bekommen und auch in generell ihre Kultur. Am Projekt möchte ich gerne teilnehmen, weil ich mich von anderen Leuten inspirieren lassen möchte und dadurch auch einen eigenen Teil von mir zum Ausdruck bringen möchte. Als gebürtige Bonnerin ist das für mich natürlich ein Teil meiner Geburtsstadt. Und man wird ja immer ein bisschen damit großgezogen, ja, du bist aus der Stadt, in der Beethoven geboren wurde. Es ist auch irgendwie ein Teil von mir und von der Musik, zu der wir tanzen, um auch unsere Stadt zu repräsentieren und das Projekt noch deutlicher rüberzubringen.
Also mein Name ist Max Angerhausen, ich bin 17 Jahre alt und tanze jetzt auch schon seit 2 Jahren in diesem Tanzhaus und habe das als Tanzen jetzt als meine Leidenschaft gefunden. Und von Beethoven Moves habe ich erfahren, weil ich bin in einer Tanzhaus Bond Crew, wo wir auf Meisterschaften gehen. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass wir, dass die Stadt Bonn die Beethoven Moves aufführt und dass wir dabei mitwirken können. Und das hat mich sehr fasziniert und dann wollte ich auch unbedingt mitmachen. Also wir wissen nur, dass sie zu uns kommen und dass wir mit ihnen tanzen werden, um eine Choreo für die 5. Symphonie hervorzubringen. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Ich bin Sora, ich bin 17 Jahre alt und ich tanze beim Tanzhaus Bonn. Und ich habe mich für das Projekt Beethoven Moves interessiert, weil unsere Trainer haben uns darauf angesprochen. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit ergriffen und waren jetzt bei der Pressekonferenz dabei und wollten mal gucken, was das ist. Also das ist nichts Typisches vom Hip-Hop, was wir ja tanzen, aber das ist mal was anderes. Und deshalb, weil das ja auch mit anderen Kulturen und so in Verbindung kommt, dass Hip-Hop trifft auf Beethoven und Kolumbien auf Bonn und das ist was total anderes, aber es ist trotzdem, es ist irgendwie gleich und deshalb finde ich das ein gutes Projekt. Ich bin der Justice, ich bin 17 Jahre alt, ich bin vom Tanzhaus Bonn. Und ich wurde durch meine Tanzlehrer auf dieses Projekt angesprochen und ich finde, das ist ein sehr spannendes Projekt, denn es verbindet Leute miteinander und man entdeckt neue Sachen und Kulturen und ich finde, man lernt viel für sich selbst und kann aus sich herauskommen.